Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Modelle von den Pferden von 2022 an und ich bin schon richtig gespannt. Und ja, wir legen jetzt schon mal los. Ich dachte, dass wir mit der Criollo-Stute anfangen. Ich finde die Criollo-Stute schon mal sehr, sehr schön, aber eines fällt mir tatsächlich auf. Und zwar zeige ich jetzt euch ein Bild, das ich gerade gemacht habe. Und zwar dieses Bild. Und ich denke, die haben schon eine richtig leichte Ähnlichkeit, also eine starke Ähnlichkeit. Natürlich habe ich sie auch von oben fotografiert. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch. Wenn wir uns jetzt mal diese beiden Bilder genau angucken. Sie haben schon eine Ähnlichkeit, aber ich will jetzt nicht so viel jetzt noch über dieses Pferd reden. Kommen wir zum nächsten Pferd. Mein Fazit zu der Criollo-Stute, sie ist wirklich sehr schön, finde ich. Vor allem auch mit dem eingeflochtenen Zopf, wenn man das erkennen kann. Und jetzt geht es mit dem nächsten Bild weiter, und zwar das Criollo-Fohlen. Und das ist halt das Fohlen von der Criollo-Stute. Und das finde ich wirklich sehr, sehr süß. Man kann das jetzt hier wirklich nicht so gut erkennen. Ich habe da einfach meinen Mund drauf gemalt. Und das Auge war jetzt auch nicht so ganz perfekt. Aber ich finde das Fohlen richtig, richtig süß. Und es steht auch in der ungefähr selben Proportion von... Ich würde mich auch nochmal freuen, wenn ihr zu jedem Pferd eine Rückmeldung geben könntet. Dann könnte ich auch mal eure Meinung sehen, wie ihr das so findet. Und ich gebe diesem Fohlen 5 von 5 Sternen und der Criollo-Stute auch 5 von 5 Sternen. Ihr könnt das ja auch mal so machen, pro jeder Szene, die ich zeige, auch immer mit diesen Sternen in den Kommentaren. Das würde mich freuen. So, und jetzt würde ich auch sagen, machen wir auch beim nächsten Pferd weiter. Und das sieht schon mal ganz anders aus. Haben wir ein nächstes Pferdchen und das ist nämlich der Oldenburger Hengst. Jetzt kann man das jetzt nicht so richtig gut erkennen, ich weiß, aber ich habe es jetzt so ein bisschen noch realistischer gemacht und ich finde den eigentlich richtig schön. Und ich mag auch die Haltung, also er galoppiert, also das Pferd. Und ja, es hat halt einen braunen Ton, so einen dunkelbraun und dann am Bauch so einen hellbraunen Ton. Und ich finde das wirklich sehr schön. Es hat, glaube ich, an den Füßen noch Abzeichen gehabt. Also, ja, ich finde das sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir zu der Oldenburger Stute. Und die beiden haben nämlich auch eine Ähnlichkeit mit dem Hannoveraner Hengst von diesem Bild hier. Und kommen jetzt zu der Stute. Die sind noch einmal anders gezeichnet. Und ich finde, die haben beide wirklich eine Ähnlichkeit mit dem Hannoveraner Hengst von 2017. Ich finde sie sehr, sehr schön. Die werde ich mir auf jeden Fall kaufen, weil die einfach so schön ist. Also sie hat so eine richtig schöne Bewegung, also eine Pose, die sie gerade macht. Also sie hat ihren Kopf halt oben gestreckt und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Pferd, wie ich finde. Und dann kommen wir auch gleich schon wieder zum Fohlen. Ich weiß, die Bilder schwenken vom einen zum anderen, aber ich finde, das sieht auch ganz süß aus. Und so sieht das Fohlen ungefähr aus. Also das passt auf jeden Fall schon mal. Es ist sehr, 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 sehr süß. Aber ich finde auch alle Fohlen süß. Von daher, ach so, ich gebe der ganzen Oldenburger Familie 5 von 5 Sternen. Aber ich glaube, es gibt gar kein Pferd, was ich 4 von 5 Sternen geben würde. Von daher, ja, auf jeden Fall schon sehr süß, wie es da trabt, denke ich mal. Und ja, ich würde dann auch sagen, machen wir wieder weiter mit dem nächsten Bild. Und ja, das ist dann diesmal die Isländer-Familie und die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Ich habe das wirklich sehr genau versucht, aber ja, manchmal wird das ein bisschen schwer. Aber auf jeden Fall finde ich den Isländer-Hengst sehr, sehr schön. Und er hat auch ungefähr die gleiche Farbe wie hier jetzt auf dem Foto, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön. Also... das Pferd galoppiert ebenso und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also die Mähne scheint sehr dick zu sein, genauso wie der Schweif. Deswegen frage ich mich dann, wie das sein wird, wenn da ein Reiter wieder drauf soll. Und die Mähne dann, wie beim Soraya-Hengst, dann etwas nervt, weil die ein bisschen zu dick ist. Aber wir werden ja mal sehen, wenn das dann wenn man das die dann kaufen kann. Hier haben wir die Isländer-Stute, die gefällt mir von allen Pferden am meisten, weil... die einfach richtig schön ist. Sie sieht ein bisschen aus so wie ein Lipizzaner, aber ich glaube, dafür ist sie etwas zu klein, wie man... Ja, die anderen Pferde waren eben alle größer. Zum Beispiel die Oldenburger Familie oder die Criollos. Aber auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schönes Pferd. Und ja, wie findet ihr die ganzen Pferde? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe es jetzt zweimal gesagt. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn die Kommentare nicht wieder zu sind. So, hier haben wir das Isländer Fohlen. Ich weiß, das Bild ist wirklich nicht gerade toll geworden, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und ich denke, man kann auch viel erkennen, so von der Fellfarbe und von den Abzeichen her.
Und es ist wirklich, wirklich süß, aber ich finde auch alle Pferde süß, deswegen muss ich, glaube ich, jetzt nicht zu jedem Pferd sagen, dass ich es süß finde. Nur, dass ich es euch einmal gezeigt habe und ja, auf jeden Fall schreibt mir die Meinung, also eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz anderen Pferderasse, die es noch gar nicht so richtig gab. Also, die gab es auch noch gar nicht. Ich weiß, ich muss gleich mal gucken nochmal, wie sie auf jeden Fall heißt. Hier haben wir die belgische Stute. Der Name weiß ich leider weiter nicht. Und ich habe auch nichts mehr herausgefunden. Deswegen konnte ich euch das nicht genau sagen. Aber sie erinnert mich aus diesem einem Farmworld-Set von diesem großen Stallbauernhof. Ich weiß es auch nicht. Mit diesen zwei Pferden drin. Ich glaube, das waren zwei Shire Horses. Und einmal das schwarze Pferd und einmal das weiße. Also der Schimmel und der Rappe. Und das erinnert mich irgendwie daran, nur dass das Pferd halt steht und nicht trabt. So ungefähr sieht das aus. Ich finde das sehr spannend, wie die Konsistenz des Pferdes dann sein wird. Also nicht die Konsistenz, das kann man ja nicht so wie Gummi, wie etwas Schleimiges anfassen. Aber ich frage mich, wie das da so sein wird. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf alle Pferde, wie die dann auch noch in echt aussehen werden. Und ich freue mich schon sehr drauf. So Leute, leider ist das Video noch nicht zu Ende. Aber wir haben jetzt schon alle Bilder durch. Und das heißt, es gibt jetzt keine neuen Bilder mehr. Es gibt zwar noch mehr Pferde, aber davon gibt es noch keine Bilder. Oder es gibt keine Pferde mehr und dann gibt es auch keine Bilder mehr. Ganz einfach. Aber ich habe, glaube ich, noch gelesen, dass es noch ein paar Pferde gibt. Also von dieser belgischen Stute noch einen hängenden Fohlen. Aber da bin ich mir wirklich nicht sicher. Es kann vielleicht auch zweites Halbjahr kommen. Das sind ja die Pferde fürs erste Halbjahr, soweit ich weiß. Sonst wären das so ein ganzes Jahr zu wenige Pferde, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht nochmal andere Tiere wollt, dann kann ich das vielleicht auch im ganzen Video machen. Dann werde ich aber dazu nicht viel sagen, weil es schon sehr viele Tiere sind. Aber ich glaube, auf diesem Kanal bezogen geht es ja nicht so um diese Spinnen und diese ganzen Kampfmonster, was weiß ich, was das ist, sondern eher um Pferde, weil ich ja Pferdevideos mache und keine Eisspinnen und sowas. Also ja, folgt mir auf jeden Fall auf diesem Kanal, also auf diesem Kanal hier, Schleich-Welt und auch auf Instagram. Das würde mich auch freuen. Da poste ich auch ganz viel, grundsätzlich. Ja. da heiße ich happyhorse_for_you. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn ihr die Glocke wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen, wenn die Bilder nicht so toll waren. Also ja, sie waren wirklich nicht gerade. Manchmal waren sie gut, manchmal auch nicht. Ihr könntet mir ja eine Variante empfehlen, die ich bei dem Criollos gemacht habe oder die Variante, die ich bei den anderen Bildern gemacht habe. Schreibt mir am besten eure Variante bei der Minute auf. Also wenn eure liebste Variante jetzt bei einer Minute 24 wart, schreibt ihr dann eine Minute 1, Doppelpunkt 2, 4 auf. Dann kann ich das sehen, wo ihr das meint. Und ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.